Was geht, WW-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Aus gegebenen Anlass gibt es heute ein etwas anderes Video meinerseits. Es geht nämlich um den tragischen Tod von Owen Hart beim WWE Pay-Per-View Over the Edge, welches sich am 23. Mai 1999 ereignete. Doch wer genau war Owen Hart? Was machte den Bruder des legendären Bret the Hitman Hart so besonders? Warum kam es überhaupt zu dieser großen Tragödie und welche Auswirkungen hatte dieser Unfall auf das Wrestling-Business? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch trotz dieses Themas viel Spaß beim Zuschauen. Owen James Hart wurde am 7. Mai 1965 in Calgary, Alberta, Kanada als jüngster Sohn des WWE Hall of Famers Stu Hart und seiner Ehefrau Helen geboren. Owen Hart wuchs zusammen mit seinen 11 Geschwistern in Calgary auf. Während seiner Highschool- und Collegezeit war Owen als Ringer aktiv, wo er schon als absoluter Ausnahmeathlet galt. Bereits auf der Highschool lernte Owen Hart in Martha Joanne Patterson die Liebe seines Lebens kennen. Beide heirateten am 1. Juli 1989 und bekamen 2 gemeinsame Kinder. Genau wie seine Brüder wendete sich auch Owen Hart dem Pro Wrestling zu. Owen wurde wie seine Brüder von seinem Vater Stu Hart im legendären Hart Dungeon, welches zur damaligen Zeit als eine der besten Wrestling-Schulen weltweit galt, trainiert. Allerdings war eine Karriere als Pro-Wrestler nicht der sehnlichste Wunsch von Owen Hart. Wie seine Frau Martha in ihrem Buch Broken Hearts verriet, sehnte Owen sich nach einem etwas normalerem Leben außerhalb der großen Wrestling-Bühne. Trotz aller Bestrebungen nach einem normalen Leben zog es Owen Hart doch in das Wrestling-Business. Mitte der 80er Jahre feierte Owen Hart in der Wrestling-Liga seines Vaters Stampede Wrestling sein Debüt als Pro-Wrestler. Dort eroberte Owen Hart die kanadischen Fans mit seinem technisch vielseitigen In-Ring-Stil im Sturm. Ende der 80er Jahre verschlug es Owen Hart auch hin und wieder zu New Japan Pro Wrestling, wo er unter anderem mit Legenden wie Justin van der Liga zusammenarbeitete. Außerdem schrieb Owen Hart am 27. Mai 1988 japanische Wrestling-Geschichte, als er der erste nicht aus Japan stammende IWGP Junior Heavyweight Champion wurde. Kurz nachdem Owen seinen Titel wieder verloren hatte, verschlug es ihn erstmal in Richtung WWE. Während seines ersten WWE-Runs porträtierte Owen Hart einen Superhelden namens Blue Blazer, welcher auf einen High-Flying-Stil zugeschnitten war. Nach knapp einem Jahr in der unteren Midcard der WWE verließ Owen die Liga auch schon wieder. Nach seinem Abgang stieg Owen wieder für Ligen wie New Japan, die CWA in Deutschland, aber auch in seiner Heimatliga Stampede Wrestling in den Ring. Nach einem kurzen Abstecher zu World Championship Wrestling im März 1991 kehrte Hart zur damaligen World Wrestling Federation zurück. Diesmal trat Owen Hart unter seinem bürgerlichen Namen an und formte mit seinem Real-Life-Schwager Jim Neidhart das Tag-Team The New Foundation. Jedoch war dieser Run nicht sonderlich erfolgreich und das Team wurde nach Neidharts vorläufigen WWE-Abgang aufgelöst. Nach einem kurzen, unerfolgreichen Run als Singles-Wrestler bildete Owen Hart mit dem WWE Hall of Famer Coco Beware das Tag-Team High Energy. Allerdings floppte auch dieses Tag-Team. Bei der Survivor Series 1993 erlebte Owen Hart dann seinen großen Durchbruch, als die WWE ihm zusammen mit seinem Bruder Bret in eine groß angelegte Storyline schrieb. Die Fehde vom eifersüchtigen Owen Hart gegen seinen Bruder Bret Hart, welcher damals das WWE-Aushängeschild schlechthin war, zählt zu den besten WWE-Storylines der New Generation-Ära. Gerade ihre Matches bei WrestleMania 10 und dem SummerSlam 1994 zählen unter Wrestling-Liebhabern zu absoluten Klassikern, die man gesehen haben muss. Besonders zuletzt genanntes Match erhielt sogar vom renommierten Wrestling-Journalisten Dave Meltzer das für WWE-Matches sehr seltene 5-Star-Rating. Nach dem Ende seiner Fehde mit Bret Hart etablierte Owen Hart sich in der oberen Midcard der WWE. Zusammen mit dem British Bulldog und Yokozuna gewann Owen Hart jeweils einmal die WWE World Tag Team Championship sowie einmal auch die Intercontinental Championship. Jedoch blieb Owen der ganz große Wurf mit dem Gewinn der WWE Championship bis zu seinem Tod verwehrt. Im Rahmen der Rivalität zwischen der reformierten Hart Foundation und Stone Cold Steve Austin startete Owen Hart seine nächste legendäre Fehde. Während eines Intercontinental Championship Matches beim SummerSlam 1997 verletzte Owen Hart Steve Austin mit einem missglückten Piledriver schwer am Nacken.
Diese Verletzung schränkte Owen Harts damaligen Rivalen für den Rest seiner aktiven Karriere enorm ein. Nachdem sich Owen Hart beim Bad Blood Pay-Per-View ein zweites Mal die IC Championship sichern konnte, verlor er diesen Titel bei der Survivor Series 1997 wieder an den zurückkehrenden Austin. Dieser Pay-Per-View wurde allerdings vom Montreal Screwjob, wo Vince McMahon Owens Bruder Brett hinterging, überschattet. Als Folge dieses Vorfalls wechselten auch der British Bulldog und Jim Neidhart zur WCW, womit die neue Hart Foundation sich nach dem Tod von Brian Pillman komplett auflöste. Allerdings blieb Owen als einziges Mitglied der Hart-Familie in der WWE zurück. Der Grund für Harts Verbleiben war eine Klausel in seinem WWE-Vertrag, die für Owen im Fall eines WWE-Abgangs sehr kostspielig gewesen wäre. Außerdem überzeugte das Vertragsangebot von Eric Bischoff nicht genügend, um zur WCW zu wechseln. Gut einen Monat nach dem Montreal Screwjob kehrte Owen Hart ins WWE-TV-Geschehen zurück und startete eine Fehde mit der D-Generation X. Das Jahr 1998 verlief für Owen Hart sehr enttäuschend, weil er fortan mehr wie ein Fremdkörper in den WWE-Shows wirkte. Das lag vor allem an der Neuausrichtung des WWE-Produktes im Rahmen der Attitude Era, in der Owen sich nicht wohl fühlte. Sämtliche Storyline-Vorschläge wurden von Owen abgelehnt, weil er die meisten Vorschläge für zu unangebracht hielt. Dazu zählt zum Beispiel eine geplante Storyline-Affäre mit Deborah, welche Owen wegen der Vorbildfunktion gegenüber seinen Kindern ablehnte. Nach einem kurzen Run als Mitglied der Nation of Domination und als Tag-Team-Champion an der Seite von Jeff Jarrett kehrte Owen Hart zu seinen Wurzeln zurück. Die WWE schrieb Owen Hart Ende 1998 erneut in die Rolle des Blue Blazers, welche dieses Mal als Comedy-Charakter ausgelegt war. Als Blue Blazers parodierte Owen Hart Stars aus den 80ern, wie zum Beispiel Hulk Hogan oder Gimmicks aus der WCW. In dieser Rolle schien Owen Hart offenbar nochmal neu aufzublühen, weil er unter Kollegen als großer Spaßvogel bekannt war. Außerdem war Owen Hart unter seinen Kollegen berüchtigt, Backstage dafür auch gerne mal Streiche zu spielen. Von diesen Streichen blieb nicht einmal Vince McMahon oder Owen Harts eigene Familie verschont, die Opfer von seinem Humor werden sollten. Beim Over the Edge Pay-Per-View 1999 sollte Owen Hart als Blue Blazer in einem Intercontinental Championship Match auf den damals amtierenden Champion, den Godfather, treffen. Allerdings schoss das WWE-Kreativteam rund um Vince Russo mit dem Blue Blazer-Gimmick an diesem Tag leider zu sehr über das Ziel hinaus. An dem Tag vor dem Over the Edge Pay-Per-View verabschiedete sich Owen Hart ganz normal von seiner Martha sowie ihren Kindern. Allerdings reiste Owen mit einem sehr unguten Gefühl zum Pay-Per-View an, denn er sollte sich dort in Superhelden-Manier von der Hallendecke abseilen und anschließend lustig in den Ring fallen. Obwohl Owen diesen Stunt vor einigen Monaten schon mal gemacht hat, war für ihn bei diesem Pay-Per-View eine ganz andere Prozedur für den Stunt vorgesehen. Anders als bei seinem vorherigen Stunt wollten die WWE-Writer, dass Owen Harts Stunt möglichst schnell über die Bühne gehen soll. Die Idee seitens der WWE war es, dass Owen Hart sich mittels eines Schnellauslösers schnellstmöglich aus seinem Haltegeschirr befreien sollte. Dabei orientierten sich die WWE-Writer an den Stunts von Sting, der bei der WCW seine Stunts in ähnlicher Manier regelmäßig erfolgreich durchführte. Jedoch hatte Owen Hart große Bedenken bezüglich dieses Stunts und schwänzte sogar die Proben dafür. Jedoch konnte er schlussendlich dazu noch gebracht werden, einen Probelauf zu machen, welcher erfolgreich über die Bühne ging. Laut Aussagen zahlreicher Wrestler wie zum Beispiel D'Lo Brown oder dem Godfather wirkte Owen Hart im Vorfeld des Events geradezu apathisch und ruhig, was überhaupt nicht seine Art war. Als beim Pay-Per-View das IC-Titelmatch auf dem Plan stand, wollte Owen Hart seinen Stunt durchführen. Kurz vor seinem Absprung richtete Owen Hart nochmal sein Cape, weil es ihn sonst mit dem Haltegeschirr stranguliert hätte. Aufgrund des Kostümrichtens löste sich wahrscheinlich in 24 Metern Höhe plötzlich das Seil aus der Sicherung und Owen Hart krachte daraufhin mit voller Wucht mit der Brust auf den Turnbuckle. Der ehemalige WWE-Ringrichter Jimmy Corderas, welcher das angesprochene Match leiten sollte, verriet, dass ihm der Aufprall das oberste Seil aus der Hand schlug. Außerdem hörte Corderas kurz vor Owens Aufprall einen lauten Schrei von Owen, der ihm aufforderte, aus dem Weg zu gehen.
Kurz nach diesem Zwischenfall forderte Guderas und der sofort in den Ring stürmende Jerry Lawler die Sanitäter an, welche sich um Owen Hart kümmerten. Die beschriebenen Szenen bekamen die WWE-Zuschauer vor dem TV aufgrund des Delays nicht zu sehen. Stattdessen wurde kurzerhand ein vorher aufgezeichnetes Interview des Blue Blazers eingespielt. Nachdem das Video vorbei war, informierte ein sichtlich geschockter Jim Ross die Zuschauer über den Zwischenfall und dass das alles kein Teil der Show ist. Nach Ross' Ankündigung waren für einige Minuten lediglich Zuschauer und ein improvisiertes Interview mit Jeff Jarrett, welcher sichtlich mit Tränen kämpfte, zu sehen. Auch Backstage brach ein großes Chaos aus, ob die Show abgebrochen oder fortgeführt werden sollte. Laut Aussagen von The Rock soll Vince McMahon die Entscheidung den Wrestlern überlassen haben. Obwohl Wrestler wie The Rock oder Triple H durch diesen Unfall emotional sehr mitgenommen waren, stimmten sie, wie die meisten WWE-Superstars, für eine Fortführung der Show. Laut The Rock sei es aus damaliger Sicht das Richtige gewesen, die Show fortzuführen, weil Owen sich das bestimmt gewünscht hätte. Allerdings stellte sich diese Entscheidung seitens der WWE-Wrestler und Vince McMahon im Nachhinein als riesiger Fehler heraus. Ungefähr 15 Minuten nach dem Aufprall verkündete ein niedergeschlagener Jim Ross, dass Owen Hart den Sturz wegen seiner schweren Verletzungen nicht überlebt hätte. Besonders makaber ist der Fakt, dass Jim Ross erst 10 Sekunden vor der Ankündigung von WWE-Producer Kevin Dunn darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Außerdem wurden die ca. 16.000 Live-Zuschauer in der Kemper Arena nicht über den Tod von Owen Hart informiert. Trotz dieser Tragödie ging der Pay-Per-View dann ganz normal über die Bühne, obwohl nach wie vor eine riesige Blutleiche von Owen Hart auf dem Apron lag. Der Over-the-Edge-Event wurde von WWE anders als üblich nie auf DVD oder VHS veröffentlicht. Allerdings ist der Pay-Per-View heute auf dem WWE Network zu finden, jedoch ist der Pay-Per-View auf dem Network extrem stark editiert. Zum Beispiel wurden die Szenen oder Erwähnungen rund um den Unfall aus der Network-Fassung herausgeschnitten. Außerdem gibt es zum Start der Network-Version eine Gedenktafel an Owen Hart, welcher den Zuschauer über die Ereignisse in Kenntnis setzt. Laut Aussagen des ehemaligen WWE-Kommentators Kevin Kelly sollen nach wie vor die Live-Aufnahmen des Unfalls, welche selbstverständlich nie gezeigt wurden, im WWE-Archiv liegen. Diese dürften laut Kelly weder gesehen, veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Wie bereits angesprochen, erhielt die WWE für ihren Umgang mit dem Vorfall enorm viel Kritik aus der Öffentlichkeit, dem Wrestling-Business und vor allem der Hart-Familie. Besonders Owen Harts Witwe Martha machte der WWE große Vorwürfe wegen der Fortführung der Show. In der Wrestling-Dokumentation Dark Side of the Ring meinte sie, dass die WWE, allen voran Vince McMahon, ihren Mann wie Müll aus dem Ring schliefen ließ und dann ganz normal weitergemacht hätten. Der ähnlichen Meinung waren auch andere Mitglieder der Hart-Familie. Besonders Bret Hart kritisierte die WWE für diesen in seinen Augen unnötigen Stunt und im Umgang mit dem Unfall. Zudem gab Bret in seiner Dokumentation an, dass er im Falle eines WWE-Verbleibens Owen den Stunt ausgeredet hätte. Trotz aller Kritik aus der Öffentlichkeit widmete die WWE im Gedenken an Owen Hart die Raw-Ausgabe nach dem Over-the-Edge-Pay-Per-View, die den Namen Raw is Owen trug. Neben dem obligatorischen 10-Bell-Salut wurden ebenfalls 10 Matches ohne Einfluss auf Storylines abgehalten. Außerdem war es jeden WWE-Superstar, bis auf den Undertaker, welcher wegen seines Charakters an der Show nicht teilnehmen durfte, freigestellt, ob sie bei der Show auftreten wollten oder nicht. Neben den 10 Matches wurden auch zahlreiche emotionale Nachrufe von WWE-Superstars und Angestellten in der Show gezeigt. Zum Beispiel trug Mark Henry ein selbstgeschriebenes Gedicht in Ehren an Owen Hart vor. In seiner Autobiografie hielt Shawn Michaels fest, dass Owen Hart die einzige Person in diesem Geschäft gewesen sei, die man eine zweistündige Show, ohne dass jemand ein böses Wort über ihn verlieren, widmen kann. Obwohl die Owen Hart Tributshow der WWE ein Rating von 7,2 bescherte, bekam sie erneut viel Kritik von der Hart-Familie. Ihnen gefiel es überhaupt nicht, dass die Liga, die Owen in ihren Augen umgebracht hätte, für kommerzielle Zwecke missbraucht hat. Es wurde der WWE von Martha Hart vorgeworfen, dass sie sich mit ihrem Handeln lediglich von ihrer Schuld reinwaschen würden. Aus diesem Grund verweigerten Owen Harts Witwe Martha Hart sowie deren Kinder in der Vergangenheit immer wieder, dass Owen Hart in die WWE Hall of Fame aufgenommen wird. Auch sonstige Erwähnungen und Ehrungen Owen Harts seitens der WWE wurden von Owen Harts Familie vehement abgelehnt. Sie möchten einfach nicht, dass die Liga, die Owen Hart umgebracht hat, für ihre Zwecke benutzt und in aller Öffentlichkeit zelebriert.
Am 31. Mai 1999 fand Owen Harts Beerdigung statt, welche nach den Eindrücken von Owen Harts Witwe Martha ein Staatsbegräbnis glich. Neben der gesamten Hart-Familie erschienen auch zahlreiche Wrestler aus der WWE und WCW sowie Owen Hart-Fans, um Owen die letzte Ehre zu erweisen. Sogar Vince McMahon persönlich erschien bei der Beerdigung. Jedoch hinterließ er dort mehr als einen schlechten Eindruck. Zum einen schickte McMahon gegen Martha Harts Wunsch ein Kamerateam zur Beerdigung vorbei und zum anderen unterbreitete er Bret Hart im Rahmen der Zeremonie ein Vertragsangebot für eine WWE-Rückkehr. Wie es vor kurzem bekannt wurde, agierte die WWE im Nachhinein zu dieser Tragödie in vielen Punkten sehr aggressiv und makaber. So versuchte die Promotion alles, Martha einzuschüchtern und den Prozess möglichst weit hinauszuzögern. So schreckten sie auch nicht davor zurück, Martha zu verklagen. Grund für diese Klage war, dass Owen wegen seines Todes nicht mehr antreten konnte und der WWE dadurch ein finanzieller Schaden entstand. Dadurch entstand endgültig der vorläufige Bruch zwischen der WWE und der Hart-Familie, welche die WWE wegen des Stunts auf Schadensersatz verklagte. Dort kam ans Licht, dass das Equipment und die Sicherheitsmaßnahmen für Owen Harts Stunt mehr als unzureichend waren. Zum Beispiel war der Karabiner, der das Seil festhielt, lediglich für Segelschiffe konzipiert, statt für Menschen. Mit diesen Vorkehrungen hätte Owen lediglich einmal kräftig ausatmen oder im Falle eines Sturzes sein Kostüm nur leicht richten müssten, um diesen Schnellauslöser auszulösen. Des Weiteren gaben zahlreiche Stunt-Koordinatoren an, dass solch ein Stunt in dieser Form schlichtweg zu gefährlich war und die WWE dieses Risiko in Kauf genommen hat. Aufgrund dieser erdrückenden Beweislage einigte sich die WWE mit Owen Harts Witwe Martha außergerichtlich auf 18 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Dieses Geld verwendete Martha größtenteils, um ihre Wohltätigkeitsorganisation, die Owen Hart Foundation, zu gründen. Kurz nach dem Deal mit der WWE brachen Martha Hart sowie ihre Kinder den Kontakt zum Großteil der Hart-Familie ab. Wie bereits angesprochen, nahm auch Bret Hart der Tod seines geliebten Bruders extrem mit. Er spielte zwischenzeitlich sogar mit dem Gedanken, seine aktive Karriere zu beenden. Jedoch entschied sich Bret dagegen und kehrte im Herbst 1999 für die WCW wieder in den Ring zurück. Am 4. Oktober 1999 bestritten Bret Hart und sein Landsmann Chris Benoit ein Owen Hart Tributmatch bei WCW Monday Nitro. Diese Nitro-Ausgabe fand in derselben Arena statt, in der auch Owen Hart gestorben ist. Zum Abschluss noch etwas zum Vermächtnis, das Owen Hart im Wrestling-Business hinterlassen hat. Owen Hart zählt in den Augen vieler Wrestling-Fans zu den besten und gleichzeitig vielseitigsten Technikern aller Zeiten. Zusammen mit seinem Bruder Bret war Owen Hart das Vorbild schlechthin für die kanadischen Wrestling-Fans und angehenden Pro-Wrestler. Außerdem hat Owen Hart mit seiner Vielseitigkeit im Ring auch den Stil vieler großer kanadischer Wrestling-Persönlichkeiten mitgeprägt. Dazu zählen Namen wie Chris Benoit, Chris Jericho, Lance Storm, aber auch Kevin Owens. Zuletzt genannter Owens wählte im Rahmen seines Wechsels zur WWE als Hommage an sein großes Vorbild Owen Hart seinen heute allseits bekannten In-Ring-Nachnamen. Außerdem gab Kevin Owens seinen Sohn den Namen Owen wegen dessen enger Verbundenheit zu Owen Hart. Man kann also festhalten, dass Owen Hart für die meisten im Wrestling-Business nach wie vor genauso präsent ist wie zu seinen Lebzeiten. Das war nun ein Video über das Leben und die Tragödie rund um Owen Hart. Was meint ihr? Hat sich die WWE in dieser Situation komplett falsch verhalten oder seid ihr da irgendwie anderer Meinung? Mich würde das mal interessieren, was ihr von Owen Hart generell haltet und wie euch dieses Video im Allgemeinen so gefallen hat. Schreibt es doch mal in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und interessieren natürlich. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch auch mal ein Like da. Außerdem könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren, falls es noch nicht getan habt. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein weiteres Video mehr wie dieses hier verpassen wollt. Dann wünsche ich euch trotz diesen Themas noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, schöne Nacht, wann ihr auch immer dieses Video schaut und ciao.